Und herzlich willkommen zurück im antiken Griechenland. Und da ist ja unsere Protagonistin. Ja, wir könnten jetzt natürlich verschiedene andere Dinge auswählen. Aber ich denke, wir lassen die... Na, wir haben uns jetzt einmal dran gewöhnt. Schade eigentlich ist nur, dass sie nicht dieses blöde Gewande abnehmen kann, weil das ist sehr wenig griechisch. Ne? Das ist dieses Assassinengeblödel. Aber okay, ich nehme es, wie es kommt. Und ja, wir... Tut mir leid, mein Guter. Tut mir leid. Das war dieses Ausblenden hier, ne? Das war in Ägypten nicht. Ich habe nochmal alles an Grafikeinstellungen angeschaut. Keine Ahnung, warum das hier so ist, ne? Das war in Ägypten nicht, ne? Kann man nicht sehen. Was machst du eigentlich hier? Huldigst du der großen Athene? Ist das so? Ich habe mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, es ist wirklich jetzt ein bisschen lauter. Von den Sprechern her war es beinahe ein bisschen zu leise, wisst ihr? Aber okay. So, muss ich mich wieder mit dir unterhalten hier? Ich habe keine Ahnung. Ich mach's jetzt einfach mal, ne? Meine Gute. Ich hoffe, du hast nun ein besseres Verständnis für die alltäglichen Abläufe im Privatleben der Griechen. Was möchtest du als nächstes tun? Apropos Privatleben. Ich habe tatsächlich nochmal geschaut und es ist tatsächlich so, dass mich mein Gedächtnis hier nicht im Stich gelassen hat. Das heißt tatsächlich Idiota. Und die Privatleute dort hießen Idiotes. Genau. Und ja, daher kommt der Begriff, ne, Idiotes. Das Private, ne, ist das, oder die Privatmänner, oder das, was sie privat... Es gab eben, wie gesagt, diesen privaten Bereich im Griechischen und auch im Römischen natürlich und den öffentlichen Bereich. So, ich bin bereit und ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich auf die nächste Führung. Ja, das letzte Mal, ich gebe es zu, der Spiegel hat mich leider, ja, ich sag's mal, eine Unkenntnis bescheinigt. So, ich bin bereit. Bring mich zur nächsten empfohlenen Führung, bitte. Wie du wünschst. Komm mit mir. Was sind wir denn jetzt? Auf einem Weingut? Oha. Und was hast du mir erstmal hier zu... Was hast du mir hier erstmal zu sagen, mein Freund? Muss ich überhaupt zu dir? Sie ist so... Irgendwie... Bisschen aus wie in einer... Keine Ahnung. Wie in einer... Du bist aber jetzt jemand anderes hier. Ach so, die war wahrscheinlich für Athen zuständig. Und der hier ist zuständig für den Wein. Wir besuchen die Insel Thasos und erfahren mehr über die Kunst des Weinkelterns im alten Griechenland. Ich weiß nur eins über den Wein, dass die Griechen den Wein verdünnt getrunken haben. Ne? Okay, los geht's. Ah, du bist es! Was für ein Zufall, dich hier an diesem berauschenden Ort zu treffen. Ich würde dir ein Getränk anbieten, aber aus irgendeinem Grund borgen mir die Arbeiter nichts von ihrem Weine, diese Geizkragen. Wer bist du und warum bist du so aufgedreht? Nun, ich bin natürlich Markus, einer der erfolgreichsten Händler der griechischen Welt. Hast du wirklich noch nie von mir gehört? Man kennt mich von Kefalinia bis Kos. Wenn du je Geld für irgendwas bezahlt hast, habe ich vermutlich einen Anteil davon bekommen. Aber genug von mir. Zurück zu dem, weswegen du hier bist. Ja, er wird den Rundgang beginnen. Was hältst du denn von diesem Ort? Ich habe mir vor einiger Zeit ein eigenes Weingut auf Kos zugelegt.
Ich kam in Schwierigkeiten, als meine Investoren, drei Brüder, die sich der Kerberos nannten, das Vertrauen in mich verloren. Aber nachdem sie einen tragischen Zusammenstoß mit einem blutrünstigen Söldling hatten, kam ich wieder auf die Beine. Seitdem gab es Wein im Überfluss in Kos und Drachmen im Überfluss in meinem Geldbeutel. Aber echt schade um den Kerberos. Habe selten nettere Leute getroffen. Aber war der Kerberos nicht der Höllenhund, der Dreiköpfige, der, na, was heißt Höllenhund, der den Hades bewacht hat, den Herakles besiegt hat? War das nicht? War, also wir beginnen jetzt mit dem Mondgang. Wie du an den Trauben erkennst, sind wir auf einem der vielen Weingüter der griechischen Welt. Wein war ein wesentlicher Bestandteil der griechischen Kultur und jetzt lernst du, wie er hergestellt wurde. Wein war nicht nur köstlich und erst recht lukrativ, sondern auch ein wichtiger Teil der griechischen Wirtschaft. Ich verspreche dir, dass wir uns am Ende deines Besuchs wiedersehen. Bis dahin! Diesmal wirklich noch am sympathischsten. Wirklich und wahrhaftig. Ja, ich habe hier immer ein bisschen die Farbe rausgenommen. Ne? Das seht ihr bei vielen meiner Videos, dass ich hier desaturiert habe. Ne? Und ich mag das lieber. Ich sag's ganz ehrlich. Wer es eher bunter mag, der ist bei mir falsch. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ne? Ich bin immer noch der großen Überzeugung, dass Ägypten schön ausgesehen hat. Aber okay. Das wird so der Running Gag, ne? Meiner Folgen. Die Weinherstellung begann im 4. oder 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. In der Bronzezeit war sie in Griechenland weit verbreitet und innerhalb weniger Jahrhunderte perfektionierten die Griechen sie. Der erste Schritt war immer die Weinlese, bei der die Arbeiter des Weinguts die Trauben von den in Reihen aufgestellten Reben pflückten. Homer zufolge wurde die Lese oft von Musik begleitet, um ihr eine festlichere Atmosphäre zu verleihen. Im alten Griechenland gab es drei Geschmacksrichtungen für Wein. Austeros, Glukason und Autokratos. Er konnte mit Gewürzen, Kräutern, Harz und sogar Parfüm aromatisiert werden. Außerdem war er mit einem Alkoholgehalt von ca. 16% viel stärker als moderner Wein. Deshalb wurde das Getränk mit Wasser vermischt, um es süffiger zu machen. Aha! Und schon hat sich das bewahrheitet, was ich gesagt habe. Auf der anderen Seite haben wir ein Problem natürlich beim Quiz, weil ich mir überhaupt und gar nichts davon merken werde. Ja, genau, der Gott Dionysos soll den Sterblichen den Wein geschenkt haben. Daher gab es eine Vielzahl von kultischen Festen zu Ehren des Dionysos. Jawohl, dort sehen wir eine Weinernte. Darunter die Antesterien von Athen. Ozopft ist der neue Wein aus dem vergangenen Herbst. Drei Tage haben die gedauert. Den ersten Tag nannte man Pitoigia. Ist also das Eutrin. Mit Trankopfern und so weiter. Der zweite Tag war der Kös oder Koes. Hat das mit Kann zu tun. Dort hat man gefeiert und in der die Frau des Archonten, also des, ja, sagen wir mal Adligen dort, ne, des obersten Adligen, Landesherrn. Ja, ist jetzt eine blöde Übersetzung, weil man kann das echt, man kann weder dort die Aristokratie mit Mittelalter vergleichen, das ist ganz wichtig im Griechenland. Auch den Basileus, den König, kann man nicht mit einem König, was weiß ich, im Mittelalter oder in der Neuzeit vergleichen. Es ist wirklich was komplett anderes. Den dritten Tag nannte man Hydroi, die Töpfe nach den Gefäßen, in denen die typischen Mahlzeiten und Opfergaben dieses Tages zubereitet wurden. Aha. Fröhliche Tage und man hat auch noch gekaut, hat man noch Weißdornblätter. Eieieiei. Um sich vor den Zorn der Toten zu schützen. Oha. Wissen wir Bescheid, ne?
Wir haben nicht nur ein Weingut hier, wir haben übrigens ein glorreiches Weingut. Hör mal zu. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Komm, wir schauen mal in. Schauen wir in so ein Haus zumindest rein. Ich schaue mir nicht alles an, aber. Achso. Wir kommen da. Was streichst denn du hier? Wir kommen wahrscheinlich gar nicht rein, ne? Ich probiere es zumindest. Ah. Nee. Man sieht auch. Du hast dein. Da ist die Tür zugemauert, mein Freund. Nur. Ich wollte es nur sagen. Nicht, dass du dann sagst, ich hab's nicht gesagt. Da ist aber die Tür zugemauert. Aha. Mhm. Okay. Gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und. Hoppa! Alles rumschwirrt. Blätter, ne? Sind wir im Herbst hier? Moment. Was macht ihr hier? Sie werden es uns gleich sagen. Die Trauben wurden getrocknet, um den Wein süßer zu machen und zu verhindern, dass er zu essig wurde. Auf den meisten Weingütern legte man die Trauben zum Trocknen einfach unter der heißen Sonne auf den Boden und deckte sie nachts zu, damit sich kein Tau auf ihnen sammeln konnte. Hesiodos, den wir heute Hesiod nennen, beschrieb in seinem Gedicht Werke und Tage die ideale Trockenzeit für Trauben mit 10 Tagen und 10 Nächten. Wenn sie endlich komplett getrocknet waren, wurden die Trauben in Krügen gesammelt, wie auch heute noch. Ja, Hesiod, wie gesagt, der hat im Grunde auch die Götterwelt erschaffen, ne? Der war auch wie Homer ein großer Dichter. Und der hat eben Helen, ne? Und die Helen, das kam von Hesiod. Tage und Werke. Genau, so hieß sein Werk. Wenn man übrigens nach Stuttgart fährt mit dem Zug, sieht man rechter Hand Hengsten. Und dort wird auch ganz, ganz viele Weinreben, aber dort wird Essig draus gemacht. So, die alten Griechen kultivierten unterschiedliche Arten. Im Onomastikon 28 Rebsorten, okay. Okay, ich werde das jetzt nicht hier alles. Ne? Dunkle Rebsorte Bramnia gab es noch. Merkt ihr euch das alles, wenn wir dann das Quiz machen? Oh Gott. Ach, Satyren, das sind diese Ziegen, die diese Ziegenhörner drauf hatten, ne? Dionysos und die Satyren waren dann um ihn rum, ne? Und dann wurde das Fest, das sind alles so. War ein sehr lustvolles Fest. Man könnte auch sagen, eher frivoles Fest. Ne? Wird ja auch den Athenern nachgesagt, ne? In mehrerer Hinsicht, dass die frivol waren, auch was das Gleichgeschlechtliche beinhaltet. Ne? Oder insbesondere auch die Spartaner sagten es ihnen. Die Griechen pressten die geernteten Trauben auf verschiedene Arten aus. Bei der gängigsten Methode zerstampften die Arbeiter die Trauben mit den Füßen in einer Linos, einem Tretbottich. Alternativ pressten die Griechen die Trauben manchmal von Hand mit einem Filter, zerrieben sie in einem Mörser oder quetschten sie mit einer sogenannten Sackpresse. Das hatten wir schon mal in Ägypten, ne? In Ägypten haben wir auch gesehen, wie sie den Wein so mit den Füßen getreten haben, ne? Das ist im Grunde fast das Gleiche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte noch was sagen, was ich jetzt... Ach ja, Sokrates wurde nachgesagt, dass er die Knaben verführt habe, oder die Jugend vielmehr verführt habe, aber... Da weiß man nicht mehr ganz genau, ob das auch im Sinne, ne, des, ja, ich sag's mal jetzt, Frivolen war, oder ob das so im übertragenen Sinne war, dass er ihnen eben Dinge gesagt hat, die man als gottlos, also wo halt die Philosophie, ne, eine Rolle spielte. Aber da kommen wir bestimmt noch bei Sokrates drauf zurück. Das Getränk spielt eine zentrale Rolle während der Symposien, ja, das hatten wir schon, ne, die Trinkgelage, wo die Frauen keinen Zugang hatten. Und das, schaut hin, zudem konnte er einen bestimmten Aphrodisiaka
oder beruhigenden Substanzen gemischt werden. Also Erregung oder Schläfrigkeit. Jawohl. Was? Es gab zwei Sorten von Wein, die angeblich zu einem Schwangerschaftsabbruch. Oha. Und das ist hier eine Ölpresse. Interesting. Seht ihr irgendwo noch was so abseits der Piste? Ich meine, wie gesagt, wir werden nicht alles erkunden und entdecken, aber falls es irgendwas gibt, hier in der Nähe nehme ich das gerne mit. Ne? Aber okay. Next. Nach dem Pressen wurde der dabei entstandene Traubensaft in große Behälter namens Pitoy gefüllt, wo er vergor. Wenn er fertig vergoren war, wurde der Wein durch einen Itmos oder Sack geklärt, um ihn von der restlichen Hefe, dem Trub, zu trennen. Der Wein kam dann in einen speziellen Lagerraum. Der Raum war trocken. Weil die Weinpitoy darin halb im Boden vergraben waren, behielten sie eine konstante Temperatur von etwa 15 Grad Celsius. Dadurch verlor der Wein nicht an Qualität, bevor er zum Markt gebracht wurde. Ich werde bei dem Quiz sowas von versagen, sage ich euch. Fermentierung nennt man das, ne? Und dann natürlich Konservierung. Weine aus Thasos galten als die besten Griechenlands. Thasos sagt man so gar nichts, wird eine Insel sein, ne? Sagt man nichts. Kos ist ja klar, ne? Die Insel kennt man. Aber Thasos... Ist es eine Stadt auf Kos? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich war bisher nur auf dem Festland. Ich war auch nicht auf Kreta oder Rhodos oder sonst was. So, in der medizinischen Abhandlung des Hippokrates über die Leiden wurden Weine aus Thasos sogar als erfrischendes. Seht ihr? Trinkt einen Wein, aber in Maßen. Ne? In Athen und Rest Griechenlands galten die Weine aus Thasos als die begehrtesten. Schießen wir die Tieren rund um das Schwarze Meer auf zahlreiche Amphoren als Thasos. Die sagen uns aber nicht, oder? Ich habe es überlesen. Wo denn dieses Thasos läge? Terrakotta, ne? Da gibt es ja eine ganze Terrakotta-Armee. China, ne? Ganz interessant. Ja, und du stampfst hier. Cool, oder? Bring doch immer mal einen Schluck. Ist erfrischend, hat man mir gesagt. Keine Ahnung, ob das so in Ordnung ist. Ich könnte ja auch ein bisschen drin... Darf ich auch mal ein bisschen drin rumstarken? Wäre doch mal auch cool, oder? Vielleicht mal wo... Aha. Achso. Cool. So, ja, denn. Was macht denn ihr hier für einen Staatsakt? Ist es schon ein Symposium? Ach nee, die verhandeln. Ach Gott, oh Gott. Der schimpft die ganz schön, ne? Wenn der Wein verkaufsfertig war, wurde er in Transport- und Lagerbehälter, sogenannte Amphoren, gefüllt. Amphoren waren kleiner als Pitoy und deshalb leichter zu transportieren und auf überfüllten Märkten auszustellen. Das heißt aber nicht, dass der Weintransport immer einfach und sicher war. Manchmal erlitten Schiffe, die Amphoren geladen hatten, Schiffbruch, bevor sie am Ziel ankamen. Und hunderte Liter Wein gingen im Meer verloren. Und die ganzen Fische waren psoffen. Was haben wir denn da drüben? Weinbude. Auf einer schwarzfigurigen Pelike. In Athen gab es zahllose Tavernen. Der Betreiber wird zur Zielscheibe des Spottes der Komödiendichter des Aristophanes wurden. Ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte ein paar... Ach, Komödiendichter, ja. Gab ja die Komödie, ne? Die Tragödie. Und so weiter. Aha. Nach dem Öffnen der Amphore goss man den Wein einen Grater, um ihn zu dekantieren. Oh, jetzt kommen die großen Weinkenner, ne? Die kommen jetzt hier... Also ich bin jetzt nicht der große Weinkenner. Ich sag's gleich. Serviert wurde der Wein in Krügen namens Önochai. Hoi, hoi, ai. Oder Oenoch,
Enochai oder Enochai. Schlesias Gefäß entweder Kliges oder Kantaroi. Oi ist oft hinten dran, übrigens. Oder Ei oder sowas. Ne? Is ist meist, wenn IS hinten dran ist, ist es meist Mehrzahl. Ne? In Athen gab es vor allem im Südosten der Agora, also des Versammlungsplatzes, sehr viele Tavernen oder des Marktplatzes, ne? Wie man es einem auch sagen will. Ja, denn, glaube ich, ist das schon für heute alles gewesen. Ich sehe nur nichts, was eventuell am Rande des Ganzen wäre, wo wir noch eine Zusatzinfo bekämen. Hier könnten wir mit dem Pferd ein bisschen rumreiten, aber das machen wir noch. Keine Angst, aber nicht jetzt und nicht heute. Warte mal, da ist was. Das nehmen wir natürlich mit. Nicht so. Nicht mit uns. Gepanschter und gefälschter Wein. What? Wein ist das? Ja, das haben wir schon, das Problem. Ach so. Die haben den gefälscht. Oha. Und haben dann Tassas draufgeschrieben, ne? Folgende, warte, den Text, den lesen wir jetzt mal. Keinem Schiff aus Tassos sei es gestattet, zwischen Athos und dem Kap Bacchaea Wein fremder Herkunft zu transportieren. Bei Verstößen soll der Eigner des Schiffes eine Strafe entrichten, die der Strafe für das Verwässern von Wein entspricht. Gleiches gilt für den Steuermann des Schiffs. Auch soll niemand Wein in Kotülen abgemessen verkaufen dürfen, weder aus Amphoren noch aus Fässern oder aus falschem, nicht gestempelten Bitoi. Diese Bitoi waren ja das, was kleiner war, ne, als die Amphoren. Ne? Bei Verstößen sollen dieselben Strafen verhängt werden wie für das Verwässern von Wein. Also, man sollte seinen eigenen Wein schon selbst verwässern. Ne? Ach, das wird ja im Met. Ja, im Met ist echt zu viel. Ich war ja, wie gesagt, drin. Ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Ich habe es nicht gedacht, aber in New York, das Met ist wirklich super. Wer mal nach New York kommt, empfehle ich, na gut, wer sich ein bisschen für Geschichte interessiert. Ne? Herakleon, aha. Nett. Jo. Also ich glaube, das war es aber jetzt wirklich. Na dann, auf zum Quiz. Ich habe alles vergessen. Seid ihr bereit? Ich mache mal ein bisschen eine Pause, ne? Bevor ich die Frage beantworte, quatsch ein bisschen blöd rum, damit ihr auch euch eine Antwort überlegen könnt. Und ihr seid natürlich viel aufmerksamer und natürlich auch besser als ich. Höchst wahrscheinlich. So, mein Freund, ich bin wieder hier. Ah, du bist es. Bist du berauscht vom Wissen? Ich hoffe, du hattest Spaß dabei, alles über das Pflücken, Stampfen und Abfüllen zu lernen, das für das griechische Lieblingsgetränk nötig ist. Vielleicht würden meine Kunden meine absolut vernünftigen Preise besser verstehen, wenn sie wüssten, wie schwer die Weinherstellung ist. Aber reden wir über etwas anderes, ja? Was kann ich sonst noch für dich tun? Fragst du mich bitte, dass die mit den Füßen gestampft werden? Mehr weiß ich nicht. Ja dann, los. Du willst deine Intelligenz messen? Eins kann ich dir sagen, niemand ist qualifizierter als ich für diese Aufgabe. Fangen wir an. In welchen Behältern wurde der Wein zum Markt gebracht? Pitoi. Nein, ein Pythos war ein großer Behälter, in dem der Saft zu Wein vergor. Entschuldigung, dann war es die Amphore. Zweite, dritte, sogar vierte Chance. Also versuch's nochmal. Ja, es tut mir leid. War die Amphore natürlich. Ja, der Wein wurde in Amphoren transportiert. Ja, das war die Lagerung. Ich weiß. Hier ist noch eine Frage. Welcher dieser Begriffe bezeichnet keine Geschmacksrichtung des Weins? Ach du grüne Neune. Ja, Tassos, das war doch die... Entschuldigung, ich wollte euch doch... tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Es tut mir echt wirklich sehr leid. Das nächste Mal, ich bin wirklich... Ich werde ein bisschen warten.
Das mit dem Bitcoin, das regt mich jetzt schon. Das kann mich jetzt, es kratzt mich an meiner Ehre. Wir haben es noch gesagt davor, ne? Dass Bitcoin das ist, wo sie es drin gelagert haben. Und die mit der Amphore haben sie es dann zum Markt gebracht. Aber okay, man soll immer erst schauen. Okay, Tassos. Korrekt. Tassos war eine für ihre Weingüter berühmte Insel. Keine Geschmacksrichtung des Weins. Nur noch eine Frage übrig. Pass auf. In welchem Teilprozess der Weinherstellung entstand der benötigte Traubensaft? What? Ja, das können wir durch Ausschlussverfahren vielleicht, ne? Ja. Das ist die berühmte Millionärsfrage, ne? Ja, eigentlich, ihr wisst, ne? Na, ich weiß, dass ihr es wisst. Ja, Tassos, jetzt wissen wir, dass Tassos eine Insel war übrigens. Das Schöne ist natürlich, und wie gesagt, das weiß die Jugend einfach nicht zu würdigen, dass wenn ich jetzt das falsch hier sage, dann merke ich mir, dass was richtig ist, eher. Okay, also wir können ausschließen, Transport, ne? Wir können ausschließen, Weinlese. So, jetzt ist die Frage. Beim Pressen entstand noch nicht der Wein. Erst nach der Gärung. Bei der Gärung wurde aus dem Saft Wein, also leider falsch. Aber versuch es ruhig weiter. Ach, der Traubensaft, ne? Na gut. Richtig. Die geernteten Trauben wurden in einer Linus gepresst, meist mit den Füßen der Arbeiter des Weinguts. Versuch einfach nicht an diesen letzten Teil zu denken, wenn du ein Glas Wein trinkst. Du kennst dich aus mit Wein. Du bist so gut mit Fakten wie ich mit Geld. Und das will wahrlich etwas heißen. Nee, bin ich nicht. Ich habe 2 Riesenfehler von nur... Waren es nur 3? Oder waren es 4? Fragen, ich weiß nicht. Wenn du es sagst, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich habe es ja eigentlich gewusst, ne? Aber ich hab dann vergessen, dass der nicht nach dem Wein gefragt hat, sondern nach dem Saft. Ist ja klar, dass nach der alkoholischen Gärung, wie schon in der Feuerzangenbowle das Ganze beschrieben, der Wein entsteht. Ne? Ja, da merkt man, wie doof das man ist. Da merkt man mal, wie schwierig es ein Schüler hat. Ne? So, dann würde ich sagen, war wieder eine tolle Tour. Haben wir was über den Wein erfahren. Aber ich finde es wirklich, die Tour finde ich immer schön gelungen. Aber wie gesagt, ich sag's jetzt so nichts mehr. Ich sag nur ciao, ciao, ciao. Und bleibt mir gesund.